So muss es klappen. Es gibt keine andere Lösung. So muss es klappen. Und damit, was geht, Leute? Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Masters Duell. Ich hoffe, du bist auch mit dabei. Auf jeden Fall, Leute, der Metamine ist zurück. Der zeigt euch jetzt, wie der Hase läuft. Genießt nur die Musik. Mit diesem Deck funktioniert. Und wenn Echo oder so kommt, tut mir leid, Leute, ihr wisst mein Headset. Abonniert, aktiviert die Glocke, lasst eine Bewertung da und guckt in die Beschreibung, da ist alles verlinkt. Ich fange es mal als erstes an. Gegen ein Japaner, glaube ich. Habe ich so viele Zauberkarten, ey. Sehr gut. Wir werden die natürlich Angst machen, wie immer. Easy. Damit der sieht. Dann beenden wir unseren Zug und warten jetzt ab, was er vorhat. Keiner hat gegen mich eine Chance. Schaut mal die Videos an. Keiner. Der zeigt mir auch seine Karten. Ne? Okay, ja, man, stabile Karte, sieht nice aus. So, aktivieren wir die. Vorbei. Ja, Leute, im letzten Video hat die kleine Wechsel übertrieben. Aber das war zwar ein Meta-Deck, aber für Anfänger. Und jetzt kommt das richtige Meta-Deck. Fallen, Zauberkarten, alles mit dabei. Ich habe hier unten immer ein WLAN-Zeichen, was das ist. Come on. Dauert es immer so lange hier, ey. Vorbei. Der legt einfach einen. Der wo. Ja. Yeah. So. Nein. Erstmal Battle-Phase. Ich muss gar nichts machen. Ich muss einfach nur angreifen. Easy. Weg mit denen. Weg. Damit machst du mir keine Angst. Ich kenne diese Tricks. Hätte ich jetzt eine Monsterkarte, könnte ich deine Lebenspunkte angreifen, aber ich habe keine. Ja, schöne Karte, stabil. Sieht auch nice aus. Der erinnert mich an von Dinger. Erste Season Yu-Gi-Oh! Mit Yami Yugi, Joey Wheeler und Seto Kaiba und so. Der ist dieser Pegasus. Der braucht nur noch ein Dinger. Wie heißt es? Dieses Toon World. Der Dost heißt Opfer, genau die Karte Opfer. Und der spielt doch mit Toon World. Aber der ist keine Ahnung, ey. Keine Ahnung, was er da macht. Tastet er sich vielleicht ran, versucht er. Vielleicht kennt er meine Videos. Kann auch sein.
Okay, und jetzt? Ja, und jetzt? Ja, man, stabil. Okay. Komm, let's. Ey, warum, ey? Was ist das? Ich hab zu viele Zauberkarten, aber Leute, das ist ein Meta-Deck. Warte mal, wirf eine Karte ab und wähle dann ein Monster auf dem Spielfeld. Lege das gewählte Ziel auf. Ah, okay, ich hab's gecheckt. Eigentlich brauch ich nicht mal zu lesen, weil es ein Meta-Deck ist, aber. Hä? Weg mit der. Oder? Oh, der hat extra 4000 Lebenspunkte dafür ausgegeben. War gut, ey. Wir gehen immer noch in die Bettenphase rüber. Wir müssen, wir haben keine andere Wahl. Nur nicht in den hier, genau. Greif ihn doch an. Hä? Jetzt, ich denke schon, was geht heute. So. Ich check grad gar nichts, was geht ab? Ich hab da vor mir eine Karte, aber. Ah, jawohl. Shit, Alter. Natürlich wusste ich, was ich mache. Alter. Okay. Du bist aber stark. Warte mal kurz, ich. Ja, okay, ich mach's jetzt einfach. Kochi, Kochi, Drache. Auf jeden Fall ist jetzt meine Gart verloren, ganz easy.
Jetzt geht's los, ne? Hä? Okay. Oha, oha. Natürlich kommt jetzt mein Effekt hier ins Spiel. Ich weiß jetzt, was ich mache. Warte ab. Kann ich die nicht? Ah, ich musste die Fälle. Oh mein Gott. Kann nichts mehr machen, ja. Leute, ich mach den jetzt brutalen Schiss, der wird richtig Angst bekommen. Schaut jetzt. Angreifen. Zack. Zack. Zack.